Alles ist Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Diesen Satz sagte bereits der Alchemist und Arzt Paracelsus vor über 500 Jahren. Und damit hallo Leute, hier ist wieder euer Simon. Heute soll es darum gehen, wie schädlich Süßstoffe wirklich sind und welcher Süßstoff unbedenklich ist. Dafür müssen wir allerdings erstmal klären, was Süßstoffe überhaupt sind. Denn wenn wir über Süßstoffe reden, gibt es sehr oft Verwechslungen mit Zuckeraustauschstoffen und Süßstoffen. Was sind Zuckeraustauschstoffe? Zuckeraustauschstoffe sind Substanzen, die pro Gramm eine ähnliche Süßkraft besitzen wie Zucker, allerdings etwas weniger Kalorien und einen geringeren Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Und damit können sie beim Backen oder beim Kochen beispielsweise 1:1 gegen Zucker ausgetauscht werden, gegen ganz normalen Zucker, um dadurch Kalorien zu sparen beispielsweise. In der EU zugelassene Zuckeraustauschstoffe sind Sorbitol, Mannitol, Isomalt, Mallitol, Lactit, Xylitol und Erythrit. Und mit Ausnahme von Erythrit gehen alle diese Zuckeraustauschstoffe mit 2,4 Kilokalorien in die Nährwertberechnung ein. Erythrit hingegen hat keine Kalorien, da es genauso ausgeschieden wird, wie es aufgenommen wird. Was sind dagegen Süßstoffe? Süßstoffe sind Substanzen, die pro Gramm viel, viel süßer sind als Zucker und damit, wenn sie gegen Zucker ausgetauscht werden, nur in so geringen Mengen eingesetzt werden müssen, dass sie praktisch keine Kalorien haben. In der EU zugelassen sind Acesulfam K, Aspartam, das Aspartam-Acesulfam-Salz, das ist eine Kombination aus beiden, das Advantam, das ist der jüngste der zugelassenen Süßstoffe, Cyclamat, Saccharin, Sucralose, Taumatin, Neohesperidin, Neotam und die Steviolglykoside, die wir umgangssprachlich auch als Stevia bezeichnen. Beispielsweise ist Advantam 20.000 bis 37.000 Mal süßer als Zucker und muss damit wirklich nur in kleinsten Mengen eingesetzt werden, damit es die gleiche Süßkraft erreicht wie Zucker. Herkömmliche Vertreter wie Aspartam, Acesulfam K, Saccharin, Cyclamat und Sucralose, die wir am häufigsten in den Lebensmitteln finden, haben eine Süßkraft des 30- bis 600-fachen von ganz normalem Zucker. Gehen wir die beliebtesten oder gängigsten Süßstoffe einmal durch und klären, welcher Süßstoff denn unbedenklich ist. Allerdings rufen wir uns vorher nochmal den Satz in Erinnerung, den ich ganz am Anfang des Videos gesagt habe. Alles ist Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Merkt euch das. Und das gilt, wie gesagt, bis heute, auch wenn der Spruch schon 500 Jahre alt ist. Denn selbst Sauerstoff und Wasser, zwei Dinge, die elementar wichtig sind für jedes Leben auf der Welt, für das Leben des Menschen, können in zu hohen Dosen tödlich sein. Auf der anderen Seite gibt es Gifte, die so giftig sind, dass bereits Nanogramm einen Menschen töten können. Beispielsweise das Botulinumtoxin, welches das Bodenbakterium Clostridium botulinum produziert und die sogenannte Fleischvergiftung auslösen kann, welches sich Menschen aber unter die Haut spritzen und zwar in Form von Botox. Ja, Clostridium botulinum, das Botulinumtoxin, wird auch Botox genannt. Es lähmt Nerven und wenn die Dosis gering genug ist, wird es zu kosmetischen Zwecken eingesetzt und ist dabei überhaupt nicht tödlich. Ja, und das unterstreicht natürlich den Satz, alles ist Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Oder auch, ja, die Dosis macht das Gift, auf Neudeutsch übersetzt. So ist es auch mit den Süßstoffen. Für jeden zugelassenen Süßstoff in der EU gibt es einen sogenannten ADI-Wert. Das ist das Acceptable Daily Intake oder auch die Menge, die bei täglichem Verzehr über ein gesamtes Leben lang zu keinen Nebenwirkungen führen sollte. Dieser ADI-Wert wird von der EFSA festgelegt, das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, und wird in Deutschland in der Zusatzstoffzulassungsverordnung geregelt. Dort steht genau drin, wie viel Milligramm eines Süßstoffes ein Lebensmittel pro Liter oder pro Kilogramm maximal enthalten darf. Und danach haben beispielsweise auch wir uns bei Quantum zu richten. Zum Beispiel Süßstoffe sind in unserem Tasty drin oder auch im Whey-Protein, im Recovery Pro und so weiter, damit es einfach gut schmeckt und für euch keine Kalorien hat oder keine nennenswerten Kalorien hat. Und auch wir müssen uns an diese Höchstmengen halten und das tun wir natürlich auch. Ich habe euch hier in der Tabelle mal aufgezeichnet, wo der ADI-Wert der einzelnen Süßstoffe liegt und wie hoch die relative Süßkraft im Vergleich zu Zucker ist. Und man sieht, dass der ADI-Wert in Milligramm pro Kilogramm am Tag
zwar relativ gering ist, im Milligrammbereich liegt für die meisten, aber natürlich auch die relative Süßkraft extrem hoch ist. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie der ADI festgelegt wird, und das ist tatsächlich eine sehr berechtigte Frage. Werfen wir doch mal einen kurzen Blick darauf, wie der bestimmt wird. Im Prinzip untersucht man in Studien an Tieren, wie hoch die tägliche Aufnahme über das gesamte Leben dieser Tiere sein darf, also über eine normale Lebensspanne, damit sie über diesen Lebenszyklus keinerlei Nebenwirkung dieses Stoffes haben. Man nennt diesen Wert dann das sogenannte No Observed Adverse Effect Level, abgekürzt NOAEL oder NOEL. Dieser wird dann auf den Menschen umgerechnet, wobei natürlich das Körpergewicht berücksichtigt wird, aber auch der unterschiedliche Stoffwechsel eines Versuchstiers, in den meisten Fällen sind das Mäuse oder Ratten, zum Menschen natürlich. Um sicherzugehen, dass auch besonders sensitive Menschen, also auch Risikogruppen wie beispielsweise ältere Menschen, die vielleicht einen verlangsamten Stoffwechsel haben, oder auch schwangere Frauen und kleine Kinder, keinerlei Nebenwirkungen davontragen können, dass es überhaupt ausgeschlossen ist, wird dieser No Observed Adverse Effect Level, das NOAEL, nochmal durch den Faktor 100 geteilt. Das heißt, nur 1% dessen, was theoretisch zu keinen Nebenwirkungen führen dürfte, wird dafür genommen, den ADI zu berechnen, damit man wirklich sicher ist, dass es keinerlei Nebenwirkungen gibt. Gehen wir jetzt nun die einzelnen Süßstoffe oder die gängigsten Süßstoffe einmal durch. Aspartam, ja, der wahrscheinlich am meisten in Verruf geratene Süßstoff. Studien an Nagetieren haben tatsächlich gezeigt, dass Aspartam das Krebsrisiko steigert. Allerdings lag die Dosierung in diesen Studien deutlich, deutlich über dem NOAEL-Wert. Und auch die Tiere, an denen man das gezeigt hat, die wurden besonders darauf gezüchtet, besonders anfällig für Krebserkrankungen zu sein. Das heißt, diese Studien lassen sich überhaupt nicht auf den Menschen und auf zugelassene Mengen an Aspartam übertragen. Unabhängige epidemiologische Studien am Menschen konnten dagegen keinerlei Korrelation zwischen dem Auftreten von zahlreichen Krebsarten und dem Verzehr von Aspartam oder auch anderen Süßstoffen beobachten. Hier findet ihr das Statement, und auch die EFSA, also die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, und das BfR, das Bundesinstitut für Risikobewertung, unterstreichen das. Lebensmittel mit Aspartam müssen jedoch den Hinweis tragen, enthält eine Phenylalaninquelle. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr hinten auf eine Cola-Dose guckt. Phenylalanin ist eine Aminosäure und gehört sogar zu den essentiellen Aminosäuren. Es gibt allerdings eine Krankheit, PKU abgekürzt, das steht für Phenylketonurie. Da haben die Menschen einen sehr langsamen Stoffwechsel von Phenylalanin, was bedeutet, dass sie das Phenylalanin nicht richtig abbauen können und dann davon Nebenwirkungen erfahren können, wenn sie denn zu viel davon zu sich nehmen. Allerdings, Phenylalanin ist in allen möglichen Lebensmitteln als ganz natürliche Aminosäure enthalten, und diese Menschen müssen sich extrem proteinarm ernähren, um keine Nebenwirkungen zu bekommen, und sollten natürlich auch Dinge wie Aspartam vermeiden, da in Aspartam, wie gesagt, Phenylalanin drin ist. Allerdings, PKU, also die Phenylketonurie, betrifft nur einen von 10.000 Menschen in Deutschland. Aspartam, wie gesagt, besteht aus Phenylalanin, aber auch Asparaginsäure, eine weitere Proteinogenoaminosäure, die ganz normal in jedem Lebensmittel vorkommt. In jedem Nahrungsprotein sind Phenylalanin und Asparaginsäure enthalten. Und diese beiden Aminosäuren sind in Aspartam über Methanol verknüpft. Methanol ist ein Alkohol, der potenziell giftig ist, das stimmt. Das ist das, wo man sagt, das sind Fuselalkohole, damit können Leute sich blind saufen sozusagen. Allerdings spielt hier wieder der Satz eine Rolle, alles ist Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Denn bereits ein Liter Orangensaft enthält die vierfache Menge an Methanol, wie in Coca-Cola enthalten ist auf einen Liter. Also wir sehen, Methanol ist auch in natürlichen Lebensmitteln enthalten, in Bananen ist Methanol enthalten und auch in Apfelsaft. Das ist einfach ein Alkohol, der bei der Gärung von Fruchtsäften beispielsweise entsteht, auf ganz natürliche Weise. Und wie gesagt, Orangensaft, der vierfache Gehalt von einer Coca-Cola. Die Studie dazu oder alle Studien, die ich hier im Video anspreche, findet ihr unten in der Beschreibung. Also, Aspartam ist überhaupt nicht schädlich, der Körper kann das abbauen, und in den zulässigen Mengen brauchen wir da überhaupt keine Bedenken haben. Wie sieht es mit Acesulfam K aus? Acesulfam K wird häufig in Kombination mit Aspartam eingesetzt, um das Geschmacksprofil zu verbessern.
weil jeder Süßstoff hat manchmal noch so ein bisschen so einen Nebengeschmack, manchmal so ein bisschen bitter. Viele Leute beschweren sich auch über den sogenannten Süßstoffgeschmack und deswegen werden Süßstoffe häufig kombiniert, um das Geschmacksprofil auszugleichen und zu verbessern. Acesulfam K kommt häufig in Kombination mit Aspartam vor und wird vom menschlichen Körper überhaupt nicht verstoffwechselt. Das wird, genau wie bei Erythrit, einfach so ausgeschieden, wie es reinkommt und ist daher überhaupt nicht giftig. Sucralose, ja, Sucralose ist sehr oft in Nahrungsergänzungsmitteln enthalten, sehr beliebter Stoff in Nahrungsergänzungsmitteln, beispielsweise auch in unserem Tasty oder auch in unserem Isoway-Protein. Sucralose, dabei handelt es sich um ein ganz normales Zuckermolekül, also eine Kombination aus Fructose und Glucose, auch Saccharose genannt, ein ganz normaler Tafelzucker, der allerdings mit Chloridionen sozusagen verbunden ist. Chlorid, ja, klingt erstmal schlimm, weil Chlorid assoziieren wir immer mit Chlor im Schwimmbad, aber Chlor ist ein ganz normales und essentielles Mineral in unserer Ernährung. Natriumchlorid ist Kochsalz und das ist essentiell für uns. Also das ist, Chlorid ist, wie gesagt, ein essentieller Mineralstoff, den wir tatsächlich auch brauchen, aber tatsächlich ist die Aufnahmemenge über Sucralose so gering, dass es ernährungsphysiologisch überhaupt nicht relevant ist. Allerdings sorgt diese Chlorierung dafür, dass Sucralose 600 Mal süßer ist als Tafelzucker und damit praktisch überhaupt keine Kalorien hat. Das Problem bei Sucralose ist nicht, dass es an sich gefährlich wäre oder den Ruf hätte, gefährlich zu sein, sondern dass es den Ruf hat, bei Erhitzung krebserregende Stoffe zu erzeugen. Und das stammt aus einer Studie des BfR, des Bundesinstituts für Risikobewertung, welche gezeigt haben soll oder welche behauptet gezeigt zu haben, dass Sucralose ab 120 Grad Celsius in Bestandteile zerfällt, die potenziell krebserregend sind, sogenannte Dioxine. Eine solch hohe Temperatur wird beim Braten oder Backen allerdings nur in den äußersten Randschichten des Lebensmittels überhaupt erreicht. Warum ist das so? Wenn ihr beispielsweise Pancakes macht und habt da Sucralose drin, weil ihr unser Isoway oder unser Tasty reinmacht, dann kann die Temperatur nur in den äußersten Randschichten überhaupt über 100 Grad steigen, weil ja im Inneren noch Feuchtigkeit ist. Und überall dort, wo Feuchtigkeit ist und normale Luftdruckverhältnisse, weil ihr macht das ja nicht im Schnellkochtopf und auch nicht auf dem Mond, herrschen, dort kann die Temperatur nicht über 100 Grad steigen. Das heißt, die Temperatur kann nur in den äußersten Randschichten über 100 Grad steigen, beispielsweise 120 Grad. Auch beim Backen ist das der Fall. Und außerdem ist die Konzentration an Sucralose so gering, denn es ist ja wie gesagt 600 Mal süßer als Zucker, dass extrem geringe Mengen nur entstehen könnten an diesen Dioxinen. Und wie gesagt, alles ist Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Diese Studie des BfR hat allerdings nicht mit Lebensmitteln gearbeitet, sondern mit hochdosierter Sucralose, welche in Glycerin oder Öl gelöst wurde beziehungsweise suspendiert wurde. Denn Sucralose ist überhaupt nicht fettlöslich, also kann in Öl gar nicht gelöst werden, sondern ist wasserlöslich. Und diese Suspension hat man auf über 100 Grad erhitzt, beispielsweise im Backofen, denn Öl kann man natürlich über 100 Grad erhitzen und Glycerin auch. Und dabei sind zusätzlich Gase entstanden, welche natürlich wieder einen Einfluss darauf haben können, welche Abbauprodukte entstehen. Wie gesagt, es wurde überhaupt nicht an Lebensmitteln durchgeführt. Allerdings hat das BfR sich dann an die EFSA gewendet, also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, welche dafür zuständig ist, Süßstoffe wie beispielsweise auch Sucralose zu regulieren. Und die EFSA hat dann gesagt, ja, wir gucken uns das an, wir führen eine eigene Studie durch und hat dann einen Studienauftrag gegeben, die tatsächlich mit Lebensmitteln gearbeitet hat. Die haben dabei genommen Pizza, in der deren Soße Sucralose verarbeitet wurde, Kekse, Kuchen und Waffeln, hat diese mit Sucralose verarbeitet und hat dann sie ganz normal, wie ihr es zu Hause auch machen würdet, bei Temperaturen zwischen 160 und 180 Grad gebacken. Und was fand man dabei? Man fand überhaupt keine Dioxine und man fand auch überhaupt keinen Verlust an Sucralose. Das heißt, die Sucralose wurde überhaupt nicht abgebaut. Das heißt, ihr könnt Sucralose nach aktuellem Wissensstand wirklich vollkommen unbedenklich in der Küche zum Kochen und Backen verwenden. Ihr müsst da keine Angst haben, dass schädliche Substanzen entstehen. Was ist allerdings mit Süßstoffen und der Darmflora? Ja, auch da gibt es natürlich viele Anekdoten und Stimmen, die behaupten, Süßstoffe würden die Darmflora verändern und beeinflussen. Ja, und das stimmt auch.
alles, was wir essen, beeinflusst unsere Darmflora, denn unsere Darmflora sind Mikroorganismen, die sich von dem ernähren, was wir gegessen haben. Und je nachdem, was wir gegessen haben, wachsen unterschiedliche Bakterien und so ist es auch bei Süßstoffen. Es gibt bisher keine einzige Studie am Menschen, die auch nur ansatzweise gezeigt hat, dass die Veränderung der Darmflora negativen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Dass die Veränderung der Darmflora in eine negative Richtung geht, wenn wir Süßstoffe zu uns nehmen. Also auch das gehört ins Reich der Mythen. Ja, fassen wir das noch einmal zusammen. Alle Süßstoffe, die wir in Lebensmitteln finden, sind einem aufwendigen Zulassungsprozess durchlaufen und sind von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit unter einem bestimmten ADI-Wert freigegeben, der sicherstellt, dass unter Einhaltung dieser Mengen keine Nebenwirkungen, keine unerwünschten Nebenwirkungen für den Menschen entstehen. Bisher gibt es keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass Süßstoffe in irgendeiner Weise gesundheitsschädlich seien, solange diese ADI-Werte eingehalten werden. Und für die meisten Menschen könnten diese ADI-Werte sogar um das Zehnfache überschritten werden, ohne auch nur in irgendeiner Weise Nebenwirkungen zu erfahren. Und diese ADI-Werte gelten, wie gesagt, für jeden Tag, für den täglichen Gebrauch über das gesamte Leben. Von der ersten Minute, die wir leben, bis zur letzten Minute, die wir leben. Das heißt, wenn man mal einen Tag drüber legt, dann wird man natürlich auch keine Nebenwirkungen erfahren, weil die Menge natürlich auf das ganze Leben verteilt. Wenn du wissen willst, wie Süßstoffe unsere Fettverbrennung, unseren Appetit und unseren Insulinspiegel oder unseren Gewichtsverlust beeinflussen, dann schreib es mir mal bitte in die Kommentare, dann mache ich dazu sehr gerne nochmal ein separates Video. Vergesst bitte nicht, dieses Video zu liken, wie gesagt, zu kommentieren und die Glocke anzuklicken, das hilft uns ungemein. Wir sehen uns dafür im nächsten Video wieder. Macht's gut.